Wanda Windmüller stand 27. November 2017. Lesedauer 2 Minuten. War morgens beim Drücken des Snooze-Button schon wach genuschelt, wird sich vielleicht auch schon mal gefragt haben, warum uns die Taste 9 Minuten mehr Schlaf gönnt. Warum 9 Minuten? Wire haben hier Erklärung, die Nusstaste heißt so grausam wie genial. Auf der einen Seite erinnert sie uns daran, dass das unabwendbaren Uhr aufgeschoben wird. Auf der anderen Seite macht sie uns diese Erkenntnis auch wieder vergessen, zumindest da, wenn wir wieder selige in Schlummern. Welch Paradox, Folter und überhaupt, falls du dank dieser Frage auch schon mal morgens nicht wieder einschlafen konntest, kommen wir dir jetzt zu Hilfe. Die Nussfunktion gibt's seit den 50er Jahren, damals stellten Firmen zum ersten Mal weg er mit einer solchen Funktion her. Allerdings liefen Uhren damals noch mit einem mechanischen Gehäuse und die Mechanik ließ eine problemlose Einstellung auf mehr als 10 Minuten nicht zu. Da das Nussbutton in den Minutenzeiger gekoppelt wurde und schon blieb für die Entwickler nur die Wahl gestellt, die Schlummerphase kürzer als 10 Minuten dauern zu lassen. Quelle Getty Images. Image Source Digital Uhren und Smartphones könnten natürlich eine Underwex-Einstellung vorschlagen, aber sie orientieren sich einfach traditionell an 9 Minuten. Sie sind zum Standard geworden. Wer aber lieber 11 Minuten schlummert, kann das manuell ändern, aber vielleicht gar nicht so ratsam. Zum Weiterschlafen ist die Schlummerphase eigentlich nicht gedacht. Im Gegenteil, streng genommen ist die Schlummerphase ein Aufwachphase. Nach einer guten Mütze Schlaf braucht unser Gehirn nämlich ein wenig, um im Wachzustand anzukommen. Vita Wittinges, Schlafforscher an der University of Pennsylvania, erklärt, wer also nach dem Weckerklingeln so wirklich gar nicht aus den Federn kommt, der darf ruhig weiter schlummern und sich 9 Minuten Zeit nehmen, um Dämme und Agent gegenzurekeln. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Mit dem neuen Smartphone bricht Apple aus dem Klein-Klein der Innovation aus und wagt einen großen Wurf. Andere iPhones dürften ausgedient haben, doch drei Dinge schafft Apple immer noch nicht. Wer da sie von Nex eine Weile eben nutzt, will nicht mehr zurück. Mit dem neuen Modell zeigt Apple endlich wieder, dass der Konzern immer noch zu großen Würfen fähig ist. Apple zeigt Größe, weil der Konzernen Paradise Papers Enthüllungen zufolge massiv Gebrauch von Steuerschlupflöchern gemacht hat, gibt er das Geld jetzt an die Kunden wieder zurück. Randlose Gefahr aus China rückt das Xiaomi Mi Mix 2 den aktuellen Top-Smartphones von Samsung oder sogar dem iPhone X auf die Pelle. Ein Praxistest verrät, wie gut es wirklich ist.